Moin Leute, sehr cool, dass ihr wieder dabei seid. Ich sitze jetzt hier im wunderschönen Schweden. Ich möchte in dieser Folge einfach mal zeigen, was wir so in Schweden erlebt haben. Und danach kommen auch noch weitere Folgen, also unbedingt dranbleiben. Und Raubfischreaktor hat jetzt fast 3000 Abonnenten. Richtig, richtig geil. Vielen lieben Dank dafür. Ich will jetzt gar nicht so lange quatschen, denn ja, ich will euch jetzt zeigen, was ich in Schweden so erlebt habe. Viel Spaß. So Leute, wir sind jetzt am Flixbus an der Station. Also jetzt geht's los. Der Bus kommt in 15 Minuten. Ja, ich bin mega aufgeregt. Weil für mich das zweite Mal Schweden, das allererste Mal mit einer Fähre dahin. Auch richtig cool, bin noch nie mit einer Fähre gefahren. Bin richtig aufgeregt. Ja, jetzt geht's erstmal Bus fahren. Brrr. Oh, scheiße, ist so kalt. Also, Leute, zwar, das hier auch. Up to date bleibt, so erste kleine Pause. Ist ganz schön kalt, also ich muss mir jetzt hier die Jacke wieder anziehen. Im Flixbus war es nämlich schön warm. Und es regnet. Werden wir mal hoffen, dass es in Lübeck nicht regnet, wenn wir da ankommen. Weil ich hatte eigentlich noch geplant, in Lübeck die 3-4 Stunden noch ein bisschen angeln zu gehen. Ja, aber so Regen sieht ja nicht so gut aus. So Leute, es ist schon ganz schön spät geworden. Wir stehen jetzt hier in der Bahnhofshalle von Lübeck und warten auf die Jungs von Raubfischstore. Die kommen jetzt auch gleich, die sind schon auf dem Weg. Ich glaube eine halbe, dreiviertel Stunde, dann sind sie hier. Und um 3 fährt auch erst die Fähre nach Schweden. Heißt, ja, wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Auf der Fähre gibt es, glaube ich, sogar einen Whirlpool, habe ich gehört. Also einen kleinen Wellnessurlaub nebenbei machen. Hört sich gar nicht so schlecht an. Ja, wie gesagt, wir warten jetzt auf die Jungs und dann geht's auf die Fähre. Ich habe gerade einen Anruf von den Jungs gekriegt, die sind jetzt in 10 Minuten da und dann geht's los. Moin! Ja, moin. Ja, Alter! Oh, du alten Reaktor! So sehen wir uns wieder! Ja, geht! Alles gut? Na klar! Ja, grüß dich! Halt den Lübeck! Ein bisschen, wa? Leichter Wind! Leichter Wind! Jungs, ja. Habt ihr Bock? Aber sowas von Bock! Geil, geil, geil! Los! Wir sind jetzt auf der Fähre, haben geparkt und werden uns jetzt unsere Kabine suchen und dann erstmal ein paar Stunden schlafen. Ich glaube, ich bin ganz schön müde. Ich bin auch ganz schön im Arsch, aber ja, mega aufgeregt auf jeden Fall. Wir sind jetzt in der Kabine, Leute, sagt mal auch was. Ja. Einfach gegen den Spiegel, ich sehe euch. Ja, moin. Mahlzeit. Das ist arschkalt hier übrigens. Erstmal gucken, wo die Heizung angeht. Wirklich, also Leute, ihr seht es, ich habe eine richtig dicke Jacke an. Es ist richtig kalt hier in der Kabine. Gute Nacht, Per. Ja, halt's mal. Ja, alles auf Kamera. So, ihr merkt es. Dicke Hechte. Der Per ist jetzt gerade schlafen gegangen. Der war auch ganz schön knülle. Ich bin aber eigentlich auch ganz schön knülle. Aber auf so einer Fähre kann man ein paar coole Sachen erleben. Oder? Und die Jungs waren ja auch schon mal. Ihr wart hier schon mal, oder? Wir waren ja schon mal. Wir waren hier schon mal. Die kennen uns hier bestens aus in der, im Spa-Bereich. Sieht man hier, wie ihr gerade rumgeirrt seid. Aber hier gibt es einen Spa-Bereich, Leute, habt ihr gehört? Und den suchen wir jetzt erstmal auf. Ja, cool, ihr könnt, wir sehen hier schon von draußen, aber wir kommen halt noch nicht rein. Wir sind jetzt hier im Spa-Bereich. Guck mal da hinten. Da ist der Kevin. Die genießen das schon. Zum rausgucken. Und die Wellen sind so hoch. Aber man merkt nicht unbedingt viel. Also ich hätte mir das jetzt auch schlimmer vorgestellt eigentlich. Aber es geht. So Leute, der Per ist jetzt aufwacht, der hält gerade die Kamera fest und wir sehen jetzt schon das Festland. Und Leute, guckt euch mal an, es war voll gegen die Sonne, aber hier sind einfach riesengroße Windräder, so eine Anlage
Ist natürlich mega geil, weil auf dem Meer ist es immer windig. Richtig coole Sache. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich wusste, dass es das gibt, aber gesehen habe ich noch nicht. Allererste Mal. Mega geil. Guten Appetit, Jungs. Guten Hunger. Leute, wir sind endlich da. Mensch, war das eine Fahrt, ey, wirklich. Krasse Fahrt gewesen, oder? Ja. Ja, so lange gefahren, Leute, so lange bin ich schon lange kein Auto mehr gefahren. Und ihr seht es, ich habe hier hinten nur nicht so viel Platz gehabt. So, Leute, also, alle sind wach. Gerade noch ein paar Probleme gehabt, den Per zu wecken, aber jetzt ist er wach. Morgen, Leute, ist noch ganz schön früh. Und ja, es geht jetzt los. Wir fahren das allererste Mal jetzt raus mit den Booten. Ich muss jetzt aber irgendwie erstmal den Per wach kriegen, weil der schläft nämlich noch. Alle sind wach, außer der Per. Also werden wir den jetzt mal wecken gehen. Jo. Wo brauchst du den hier wegdrehen? Wo stehen? Ist Fighttime. Fighttime. Leute, ich will das jetzt nur mal festhalten, ja. Also ich bin jetzt hier schon wach, alle anderen sind auch wach. Nur der Per da hinten, der pennt noch. Werden wir ihn noch mal wecken, wa? Also ein drittes Mal. Alle guten Dinge sind drei. Also. Fighttime! Aber jetzt ist er wach, weil der ist ja hinter der Kamera. Und ja, Leute, es geht los. So, Leute, also. Ihr seht, dass die Boote werden jetzt hinter mir beladen. Alter, ich bin so heiß. Jetzt wird die Nacht ein bisschen wenig geschlafen und auch ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich mega aufgeregt war. Jetzt sind wir 6 Tage hier, 6 Tage angeln. Erster Tag, los geht's. Leute, es geht los. Alter, ich bin so heiß, ohne Witz. Leute, also. Ganz schön Wind auf dem See. Ich hoffe, ihr könnt mich nachher auch noch gut verstehen. Aber wir haben ja eigentlich ein gutes Mikrofon. Das sollte klappen. Wenn ich rede, ich einfach ein bisschen lauter. Aber jetzt fängt der Wind schon an. Also, falls es nachher mal Tonprobleme geben sollte, tut uns leid. Wir werden auf jeden Fall mal einen Text runtersetzen, dass ihr alles versteht. Aber wir hoffen mal, dass es nicht ganz so windig wird. So, der erste ist gefangen, Leute. Nicht auf unserem Boot, aber ist nicht weiter schlimm. Fisch ist auf jeden Fall schon mal da. Friedrich, danke. So, jetzt müssen wir aber auch... So, Leute, also mein erster Köder, den ich jetzt hier in Schweden versuche, ist so ein Rotauge von Rapala. Hat eine kleine Schaufel dran. Läufst du auf 2 Meter, mit dem werde ich jetzt hier versuchen. Stellenwechsel. Die Jungs haben schon die Stelle gewechselt. Erster Fisch ist schon an Bord. Ja, der Wind drescht hier richtig rein, ihr hört es wahrscheinlich auch. Und ja, wir werden jetzt mal zu einer Stelle fahren, wo der Wind nur aufs Schilf drückt. Und dann werden wir mal zum Schilf werfen, das ist jetzt der Plan. So, Attacke. Leute, ihr könnt es gar nicht vorstellen, ich bin so heiß. Schweden angeln, ey, das ist wirklich absolut geil. So, Leute, einfach erster Wurf an der zweiten Stelle. Das erste war einfach angeln in Schweden, direkt erstmal einen rausgezimmert. Also läuft auf jeden Fall. Erster Hecht meines Lebens. Mega, mega lustig. Ja, geile Scheiße auf jeden Fall. Der Kameramann fängt den ersten Fisch. Jäger. Danke, Mann. Geil. Ich habe gerade 2-mal eine Attacke gehabt. Der Per hat ja auch gerade geangelt. Deswegen konnte er die Attacke nicht filmen. Alter, 2 Würfe, 2 Attacken auf den Frosch. Ich habe dem Per nämlich eigentlich gerade gesagt, ich soll jetzt auch mit dem Stickbait hier hinwerfen sofort. Alter. Ich
ich will keine Zeit verschwenden, ich will den jetzt fangen. Der ist auf jeden Fall hier, der ist nicht allzu groß, aber ist ja erstmal egal. Mein erster Fisch, zwei Attacken gehabt, voll drauf, Alter. Aber die Sache bei der Oberflächenangelei ist halt oft, dass man den Fisch dann doch nochmal verliert, weil Offset-Haken drauf ist, kommen die Attacken oftmals ein bisschen bescheiden. Aber ihr seht es, ich habe mir hinten eigentlich extra nochmal ein Drilling drauf gemacht, dass ich genau das vermeiden kann. Aber irgendwie nicht. Ah, scheiße, Mann, das ärgert mich jetzt. Die Attacke war richtig geil. Die zweite, die war so eher, oh, hängt. Habe ich gar nicht gemerkt. Digga. Sieht aus, als ob ich damit schon 20 Jahre gefangen habe. So, wieder. Leute, ich will es euch auch mal zeigen, aber ich hatte vorhin schon wieder gerade Kamera aus gewesen. Per wollte sich gerade die Route schnappen. Bam, wieder Attacke drauf gewesen. Leider nicht gefilmt. Habe ich den Per dazu gezwungen, die ganze Zeit an der Kamera zu stehen zu bleiben. Bis knallt. Mein erster. Leute, geil. Vorher hier gerade 90 plus Fisch verloren. Den haben wir schon gesehen. Der ist Stickbait hing. Kescher, alles zu schnell. Kamera. Oh, und jetzt kommt er. Puh. Da ist der Köder. Oh, und da ist mein erster kleiner Hecht. Ja! Schön. Und da wir hier in Schweden sind, darf der Kleine auch wieder schwimmen. Ciao, ciao. Ja. So Leute, also, kurzes Zwischenfazit. Wir haben uns alle entschneidert, wir haben alle schon Fische gefangen. Ich habe zwei große Fische schon verloren, alle auf Stickbait und einen auf Frosch. Und jetzt ist es Zeit, wir stehen jetzt wieder am Freiwasser. Und Leute, ihr wisst es, oder die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen das. Ich habe vom lieben Onur, vom Fishing Türk, ja, richtig coolen Gummifisch gekriegt, den hat er extra für sich anfertigen lassen, davon hat er nur 5 Stück gehabt und er hat mir einen freundlicherweise davon abgegeben, also wirklich mega geil, danke dir Onur nochmal. Ja, also folgt doch einfach auch mal alle den lieben Onur, also dem Fishing Türk auf Instagram. Er macht dann nämlich von My Fishing Box, von so vielen Sachen so ein Unboxing, also könnt ihr auf jeden Fall mal mit abchecken. Ja, und ich werde den jetzt das allererste Mal ins Wasser klatschen. Den Türken. Der Türke in Schweden. Lieber Onur, da fliegst du. So Leute, die zweite Runde geht los. Wir haben uns gestärkt. Es hat mega doll geregnet. Also die Pause war mega gut. Jetzt geht's weiter. Also, wir haben jetzt eine kurze Pause gemacht. Richtig geil, die Sonne geht jetzt hier auch gerade schon unter. Aber wir mussten jetzt hier einfach mal anhalten, weil erstmal, Leute, guckt euch doch mal an. Ist das kein Paradies? Es ist einfach wirklich Paradies. Und ich muss euch sagen, hier in Schweden zu angeln, ist wirklich einfach für mich jedes Mal, ich bin das zweite Mal jetzt hier, es ist jedes Mal eine neue Erfahrung. Es ist jetzt auch ein anderes Gewässer. Also nochmal grundsätzlich eine neue Erfahrung. In Schweden sind ja wirklich so viele Gewässer, es gibt so viele Seen, riesengroße. Wie gesagt, die Jungs hier, mit denen wir unterwegs sind, die haben gesagt, das ist einer der kleinsten Seen oder so ziemlich kleiner See von Schweden.
Und ich muss sagen, alter Falter, der ist riesig. Wirklich, er ist riesig. Also für meine Verhältnisse ist der wirklich groß. Aber es gibt in Schweden halt noch größere. Ja, ich habe ja gerade einen Livestream gemacht auf Instagram. Ja, einfach die Pause ein bisschen genossen, mit euch ein bisschen gequatscht. War richtig cool. Und jetzt bin ich so heiß darauf, wieder einen Fisch zu fangen. Eine halbe Stunde Pause gemacht. Jetzt geht's weiter, komm. Juhu. So Leute, auf dem Weg nach Hause kurz mal ein bisschen geschleppt und direkt eingestiegen auf den Fishing Türk Gummifisch. Geile Scheiße, Leute, Alter. Schweden lohnt sich auf jeden Fall. Ja Leute, das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, dass ihr mich mal vor der Kamera seht, aber ich hatte gerade die großartige Idee, dass wir auf dem Rückweg schleppen. Da hat Paul dann einfach den Gummifisch von Ono rangehangen, dem Fishing Türk, und hat sich dann einfach direkt bezahlt gemacht. Ungefähr nach 2 Minuten Schleppen hat es dann brutal eingeschlagen, obwohl es wirklich nur so ein kleiner Hecht war, aber heftig, geil, danke Mann. Dann gibt's sogar noch was.